Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Black Ops 3, dieses Mal allerdings im Multiplayer. Und viele von euch haben sich jetzt wahrscheinlich gefragt, warum hat denn das so lange gedauert? Ja, um ehrlich zu sein, der Multiplayer hat mich anfangs jetzt nicht so gefesselt. Und da wollte ich es dann jetzt mal ausprobieren, weil ihr seht ja schon Level 6 und so, ich habe noch kaum gespielt. Also zumindest den Multiplayer. Zombie-Modes. Habe ich gesuchtet wie sonst was, also mindestens 10 Stunden oder so. Wow. Nein, Spaß. Also wirklich, viel habe ich nicht gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte es mehr suchten können, aber ich habe es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es hat mich einfach bisher nicht so gefesselt, dieses Spiel. Aber trotzdem möchte ich dem Ganzen eine Chance geben. Also treten wir in eine Lobby ein und versuchen unser Glück. Übrigens, das Mikro zu justieren und den ganzen Mist war nicht unbedingt angenehm, da Black Ops 3 gerne mal das Mikrofon übernimmt und dann die Einstellungen etwas schwieriger werden. Also, weil man einfach hin und her muss und hier und da und tralala. Aber ich will euch damit gar nicht nerven. Wir suchen erstmal ein Spiel und zwar zocken wir wie immer. Nicht Hardcore, Moment, Bonus. Gibt's noch Bonus? Oh, geil. Okay, 8% der Spieler in dieser Kategorie. Waffenspiel, Bodenkrieg, Moshpit, Söldner. Chaos, Moshpit. Dankeschön, aber diesen wundervollen Sarg mit Schleife muss ich jetzt nicht gerade öffnen. Ich werde mich in die Standard-Modi wagen und gerade mal Team Deathmatch auswählen. Das ist unser bester Modus natürlich. Hoffe jetzt wie immer, dass niemand mich hört. Das ist nämlich am Anfang mal passiert. Das war ultra unangenehm. Da kamen dann nämlich irgendwelche Leute und dann meinten die, was redet der die ganze Zeit? Ja. Ich hoffe einfach mal, dass der Sprachchat deaktiviert ist. Wobei, wir haben noch 7 Sekunden Zeit. Ich werde das mal eben kurz nachschauen. Optionen, Sprachchat ist deaktiviert. Wundervoll. So, dann mache ich mich jetzt hier nicht zum Affen. Unsere erste Map scheint Aquarium zu sein. Da freue ich mich drauf. Ui, ich freue mich wie ein Schnitzel. Und übrigens, damit das mit der ganzen Auflösung und dem ganzen Quatsch funktioniert, muss ich leider im Fenstermodus zocken. Weil ihr wisst ja, ich nehme nur auf 720p auf, weil die 1080p-Aufnahmen einfach viel zu groß sind. Nicht nur zum Rendern. Ja gut, das geht eigentlich noch, aber das Hochladen ist unangenehm, sage ich jetzt mal vorsichtig. Gerade mit dieser wundervollen 16K-Leitung, die hier immer noch am Start ist. Obwohl die Telekom uns schon vor Ewigkeiten versprochen hat, was Besseres zu installieren, aber naja, wenn der Verteilerkasten nicht ausgetauscht wird, dann kann man halt einfach nichts Besseres kriegen. So, ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Hab bisher, wie gesagt, noch kaum gespielt. Ich habe bestimmt jetzt auch einen Monat lang keinen Multiplayer gespielt. Und die einzige Waffe, mit der ich mich jetzt zu wehren weiß, ist die Kuda, soweit ich das gerade sehe, mit schnell ziehen und einem Reflexvisier. Bitte verbessert mich, wenn ihr könnt. Ich habe übrigens diese Master-Zombie-Tarnung immer noch die geilste überhaupt, finde ich. Tja, und da wurden wir gleich mal genatzt, ne? Ich hätte besser auf 1080p zocken sollen, aber wie soll ich das auch tun? Wie gesagt, die Videoqualität ist das entscheidende Problem beim Upload. Das ist auch der Grund, warum ich so schlecht spiele. Weil ich mich immer darauf konzentriere, dass ich mich nicht zu stark bewege und auch nicht zu viel mache, damit ihr nicht dieses Mausgeklacker die ganze Zeit hört. Und jetzt wäre ich wahrscheinlich schon fast wieder der Typ geworden, der gestorben wäre. Der Typ geworden, der gestorben wäre. Ja, meine deutsche Aussprache ist natürlich auch erstklassig heute. So, da habe ich mal kurz assisted. Das war kein eigener Kill. Und mir laufen die Kills hier quasi direkt vor die Nase. Also das ist nicht unbedingt die größte eigene Leistung. Aber ich freue mich schon auf weiteres. So, welche Lachsnacken haben wir denn jetzt noch? Da ist noch einer. Ah, jetzt habe ich mich warm gespielt. Das sage ich euch. So, die nächsten können mal einpacken gehen. Ich werde euch übrigens im nächsten Vlog, wenn ihr das noch guckt überhaupt, werde ich euch unter anderem erklären, warum ich so lange weg war und warum ich keine Videos gemacht habe in dem Sinne. Das hat nämlich auch so ein bisschen seine Gründe. Mir geht's momentan nämlich einfach nicht so gut. Und bevor ich's. Was ist das denn für eine Gurke? Ach, du bist doch ein Gesichtsschnitzel, Alter. So, wie setzt man die Scheiße nochmal ein? Mit 3, ne? Okay. Boah, ich habe das so lange nicht gespielt. Ich habe gar keine Ahnung, wie irgendwas geht. 5 zu 3, ja, das geht ja noch. Ich wollte mich übrigens mal an einen Kollegen aus meiner Maßnahme bedanken für die ganzen Pfandflaschen und auch an die anderen Leute, die mir die immer zugesteckt haben. Ja, was habe ich mit Pfandflaschen am Hut? Ich sammle Pfandflaschen leidenschaftlich. Ich weiß nicht, es ist nicht mal das Geld. Es macht mir einfach Spaß, die in den Automaten reinzuhauen, dann zur Kasse zu gehen und mir einfach damit Kohle zu holen. Es macht einfach drastisch viel Spaß.
Und ihr merkt schon, sofern ich hier über irgendwelche Sachen rede, geht die Konzentration in den Keller, irgendwelche Leute zu killen. Und ich rede hier auch schon so lauthals. Warum eigentlich? Keine Ahnung, lass mal erstmal eine Runde schwimmen gehen. Ich habe ja mein Seepferdchen schon gemacht. Bronze habe ich übrigens auch für den, den es interessiert. Oder die, die es interessiert, werden wahrscheinlich nicht so viele Leute sein. Und jetzt habe ich meinen Kollegen gerade bei der Arbeit behindert. Das ist aber lustig. Boah, ich weiß noch die Zeiten, wo ich mein altes Black Ops 2 Let's Play gemacht habe. Da haben so viele Leute kommentiert und dann immer in der Schule am nächsten Tag, dann ging's los und von wegen hier irgendwie, oh, guck mal die ganzen Leute und was du da gemacht hast mit Black Ops 2 und bläh. Und ich rede schon wie so eine alte Tante, die da irgendwie jeden Tag in der Shopping Mall verbringt. Irgend so eine Dagi oder so. Keine Ahnung, Dagmar irgendwas. Dagi B vielleicht, weiß ich nicht. Und jetzt werde ich schon wieder abgeschossen. Ah! Wie steht's denn gerade? 7 zu 6. Ja, ich finde, das kann man so stehen lassen. Ich würde sagen, erstmal 2 Runden, vielleicht sogar 3 Team Deathmatch, aber die Erklärung ist ja schon, na, so ein bisschen durchnässt. Also von daher, damit meine ich eigentlich, dass ich am Anfang ja so ein bisschen gequatscht habe. Und diese ganze Einleitung und das ganze Gelaber und so, wie das immer so ist, da habe ich mir überlegt, vielleicht jetzt einfach mal 2 Runden und dann die nächste Folge 3, weil dann sind wir schon ein bisschen weiter. Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne mich auf diesen Maps überhaupt nicht aus. Es ist der pure Ranz. Tja, da hätte ich jetzt auch nicht viel machen können. Tja, wir sind scheinbar jetzt ausgeglichen, 8 zu 8. Ich will meine KD natürlich nicht verlieren, weil das ist ja auch ultra wichtig. Ist das einzige im Leben, was zählt, die KD. Und ich muss ganz ehrlich nochmal zu den Pfandflaschen zurückkommen. Also eben, es macht mir einfach Spaß, die wegzubringen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und die Tatsache, dass man dafür noch Geld kriegt, setzt dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone auf. Und somit hat sich das schon zum Hobby entwickelt, Pfandflaschen zu sammeln auf der Arbeit. Und eben, ein paar Kollegen stecken mir mal Pfandflaschen zu und dafür bin ich auch übelst dankbar. Zumal der Verdienst bei uns, naja, okay, er ist echt akzeptabel. Ich finde es echt geil, was wir quasi für unsere geringe Arbeit tun. Wir machen wirklich nicht viel und kriegen dafür verdammt viel Kohle. Finde ich jetzt persönlich. Liegt natürlich im Ermessen des Betrachters. Ich verwende hier schon wieder Fachbegriffe und werde währenddessen abgeschossen. Ihr seht, mit Intelligenz kommt man bei Call of Duty nicht unbedingt weiter. Aber mit guten Reaktionen, mit deinen Muttersprüchen und Beleidigungen, damit geht's doch immer. Boah, ich habe auch noch gar keine Kinder irgendwie getroffen bei COD. Wäre mal lustig, weil das mit denen immer ziemlicher Lachkick wird, wenn man das so sagen kann. Ey, was machst du denn hier? Ja, werf erstmal deine Schokoladenladung dahin. Boah, das war geil damals, Black Ops 2. Statt Schockladung einfach immer Schokoladenladung zu sagen. Das habe ich damals einfach so gebracht. Okay, ich drehe mich mal ganz dreist um. Das wird eh mein Tod sein. Woher weiß ich das nur immer? Woher weiß ich das? Allahu Akbar! Ach, scheiße. Boah, dafür bin ich übrigens mal fast von der Berufsschule suspendiert worden vor kurzem. Weil ich einem Kollegen so einen Witz erzählt habe mit Allahu Akbar und dann hat der Dozent das mitbekommen und der meinte, ja, bring nochmal sowas, ich heg dich zum Betrieb. Bababababa. Ja, ganz ehrlich, diese Allahu Akbar-Witze, ich bringe die jetzt 3 Jahre. Und Kollegen von mir bringen die jetzt auch schon 3 Jahre. Und es wurde noch nie irgendwer deswegen suspendiert, sanktioniert, whatever. Such's dir aus. Mein Aim ist übrigens heute absolut im Keller. Grüße an Fritzl an dieser Stelle. Der freut sich da wahrscheinlich über mein Aim. So, was sag ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Gleich haben wir auch schon wieder einen kleinen Bonus freigeschaltet. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. So, jetzt bin ich. Ja, jetzt bin ich mal wieder auf der Flucht gewesen. Ah, 10 zu 11. Nicht unbedingt positiv. Oh oh, da fliegt irgendwas in die Luft. Komm, 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 komm. So, also. Ja, eben. Pfandflaschen sammeln. Meine Güte, ich werfe hier die Themen durcheinander. Bin etwas zu euphorisch, um das Ganze rüberzubringen. Mann! Das bringt eh nichts. So. Ich will nicht der Last Kill sein. Na, bin ich auch nicht. Dedede, 10 zu 12. Tja, wenn die mich auch ins Verliererteam setzen, ne? Ich war jetzt nicht unbedingt der Ausschlaggebende dafür. Gut, 2 Punkte Minus, aber meine Güte. Bei uns waren wahrscheinlich andere schlimmer. Ich guck mal eben, einer hatte 7 zu 18. Ja, das trifft's schon eher. Also ich glaube, wenn wir den nicht gehabt hätten, hätten wir gewonnen. Weil ich muss ehrlich zugeben, dass bei Call of Duty Teamplay zählt. Also ganz ehrlich, wenn du nur mit guten Leuten in einem Team bist,
dann haben die anderen Leute keine Chance mehr, weil die müssen sich ewig umschauen, um nicht abgeballert zu werden, und dann hast du deine Chance und dann machst du die kalt. Aber wenn die quasi rumrushen, deine Gegner, weil deine Mitspieler scheiße sind, bist du auch nur ein weiteres Ziel quasi. Also wenn die alles kurz wegballern, was denen im Weg steht, tja, dann bist du halt der Nächste. So, wir haben direkt mal bis Level 7 kleine Verbesserung gekriegt. Kuda jetzt mit Aufklärung, okay. Ja, das ist schön. Arktis Körper. Okay, ich kann als Ruin spielen. Das interessiert mich aber herzlich wenig. Ich muss erstmal überhaupt gucken, wofür die ganze Scheiße da ist. So, wir können jetzt auf Aquarium zocken oder Redwood, aber irgendwie wollen die Leute nicht auf den beiden Maps, die so angegeben sind. Dann bin ich auch mal für geheim. Bin ja jetzt mal gespannt, ne? Spezialisten. Nee. Ich finde das übrigens gut, dass wenn man, sagen wir mal, im Klasseneditor ist und das Spiel schon losgeht, dass man dann da rausgeworfen wird. Weil bei Payday ist es ja zum Beispiel so, also zumindest bei Payday 2, dass wenn man noch im Inventar zugange ist, nicht Stronghold, bitte nicht. Ich hasse die Map. Ich habe sie zwar erst zweimal gespielt, aber ich hasse sie jetzt schon. Das ist so ein richtiges Aftermath irgendwie, ich weiß nicht. Ich mag sie nicht. Ist kein Nachfolger von Raid, ist ein Aftermath, Junge. So ein richtiges Battlefield für Arme. Da wollte ich Ihnen gerade sagen, eben bei Payday wirst du dann nicht direkt rausgeworfen und dann warten die Leute auf dich oder du wartest auf die Leute. Und es ist einfach nur ätzend, das will keiner. Und deswegen finde ich es gut so. Also das ist so eine Sache, die COD gut gemacht hat. Was ich aber nicht so gut finde, ist die unkonstante Framerate, weil, naja, die mir wirklich auf den Sack geht. So, BRM, das sind alles nur Waffen, die ich nicht unbedingt mag. Kuda. Okay, die hat ein paar Verbesserungen. Ich glaube, diese Klasse nehme ich mal. Vorhut. Black Ops. Na, das weckt doch gute alte Erinnerungen. Allerdings kann es sie auch verschlechtern. Es kommt immer drauf an, was man daraus macht. Und erledigt. Ah, Königsmörder. Tja, das passiert also, wenn man nicht aufpasst. Ist man schneller weg als ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und wenn man aufnimmt, ist man natürlich durchaus immer im Nachteil. Merkt euch das, Leute. Wenn ich irgendein Gameplay zeige, werde ich ja wahrscheinlich besser spielen als bei einem Aufnehmen direkt. Weil ich meine, es ist einfach. Du musst die Leute unterhalten, du musst kommentieren, musst Scheiße labern, meinetwegen, wenn man es so ausdrücken mag. Und währenddessen schießen dich irgendwelche Leute ständig ab und du versuchst dann irgendwie noch gleichzeitig deinen Kommentar zu halten. Und auch die Art, das ist schon ein altbekanntes Problem. Und die Art, wie du spielst. Es ist ja nicht nur im Multiplayer so, aber das, sagen wir mal, da ist es besonders hart. So, ich drehe mal lieber um. Ich muss mich auch erstmal warm spielen, Leute. Wie gesagt, ich habe seit einem Monat mindestens keinen Call of Duty Multiplayer gespielt, auch kein Black Ops 2, absolut gar nichts. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie der Hase läuft. Und man ist hier einfach schneller tot als, weiß ich nicht. Naja, Ghosts jetzt vielleicht nicht, aber. Seht ihr? Das meine ich, ihr habt es gerade mitbekommen, das sind immer diese kleinen Verbindungsprobleme, wenn man so will. Ich habe den Typen vielleicht zwei oder dreimal getroffen. Ich habe es jetzt nicht genau so schnell mitzählen können. Aber so zwei oder dreimal getroffen und der hätte eigentlich zurückweichen müssen, laut Logik. Aber das ist ja nicht gegeben bei Call of Duty. Deswegen haben wir da den Kürzeren gezogen und der hat uns abgeschossen. Ne, das meine ich, das ist einfach so ein typisches Problem, wenn man es auf, sagen wir mal, ja, wenn man es auf nicht Zeitraffer, wenn man es auf halber Geschwindigkeit betrachtet, dann fällt es einem noch mehr ins Gewicht. Seht ihr zum Beispiel, der hat mich jetzt zuerst angeschossen, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, trotzdem habe ich ihn getötet. Und das allein ist schon Beweis genug. Also selbst, dass man quasi schon fast zugeben kann, dass man selber einfach mal zu viel Glück hatte, um wahr zu sein, ne? Das ist schon die traurige Tatsache an COD, die das Ganze schon wieder in den Keller laufen lässt. Uah! Ja, ich sag ja, mein Movement ist nicht gut. 2 zu 7. Das zweite Match ist immer das beschissenste im ersten Part. War auch schon bei Black Ops 2 so. Aber davon will ich mich jetzt nicht abhalten lassen. Übrigens, sorry an alle, die ich wirklich damit warten lassen, damit Black Ops 3. Es tut mir leid. Ich bin auch nicht der übelste Skiller, wie ihr merkt. Aber. Naja, ist ja auch halb so wichtig. Mir geht es einfach nur um die Unterhaltung, hier ein bisschen was erzählen. Und ja, eben.
Ich finde es schrecklich, dass diese FPS-Lags teilweise bei Black Ops so eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, warum das Spiel wirklich frustrierend ist an manchen Stellen. Das sollte nämlich einfach nicht so sein. Und jetzt kann man natürlich sagen, du hast keinen guten PC. Aber mein PC, der schlägt jedes Spiel einfach mal auf eine super Framerate. Und das liegt wirklich nicht am PC. Zumal ich auch nicht der Einzige bin, der sich über dieses Problem beschwert. Ich bin einer von vielen. Einfach, dass die Framerate weder konstant noch unbedingt ziemlich hoch ist an manchen Stellen, macht das Spiel etwas unnötig. So, mittlerweile geht's auch wieder mit dem Spielen. Also beim Multiplayer jetzt auf den Maps finde ich die Framerate relativ gut. Sie ist konstant und geht auch nicht unbedingt so krass in die Knie. Aber eben 4 zu 10. Ich meine, viele werden jetzt sagen, oh Gott, bist du schlecht, aber bedenkt bitte, Leute, ich habe seit über einem Monat nicht gespielt und ich bin auch gar kein Multiplayer-Typ eigentlich, ich bin der reinste Zombie-Spieler. Der Multiplayer ist für mich nur so, naja, sagen wir mal, stellt euch mal vor, ihr seid, ja, stellt euch mal vor, ihr seid ein reiner Multiplayer-Spieler. Und jetzt will einer von euch, dass ihr den Zombie-Mode zockt und ihr kommt überhaupt nicht klar. Und genauso geht es mir hier einfach. Ich will einfach ein bisschen Verständnis wecken. Zumal es ja auch nicht leicht ist, einzusteigen in den Multiplayer, weil man hier erstmal ordentlich auf die Schnauze bekommt. Und vergesst auch nicht, ich habe kein hohes Level. Die Leute haben schon super Waffen. Mittlerweile haben einige Leute schon Prestige. Haben dann die Waffen natürlich mitgenommen, die sie am meisten gespielt haben. Schön mit Aufsätze und alles und Tarnung. Gut, Tarnung macht jetzt nicht so viel aus, aber ihr wisst einfach, was ich meine, oder? Seid doch ehrlich, ihr wisst genau, was ich meine. So, und ich hoffe, dass man jetzt nochmal schnell dieses Teil einsetzen kann. So ein bisschen an der Wand entlang laufen, kann ja auch nicht schaden. So. Habe ich das Teil auch mal eingesetzt. Und schon wieder tot. Ja, die Leute killen mich immer mit Headshots. Was ich mich auch schon immer gefragt habe, ist, ob SCUF-Controller überhaupt am PC funktionieren. Aber ich glaube, dafür gibt es auch so SCUF-Mäuse oder keine Ahnung. Es wird schon irgendwas geben, von dem noch nicht jeder weiß. Tja, da hat er sich dann versteckt. Aber auch dieses Feature, sich so halb unsichtbar zu machen, ist einfach. Es ist einfach ultra beknattert. Kann ich nicht ausstehen. Überhaupt nicht. Das Problem ist einfach, wie gesagt, ich habe hier nur so ein ganz, ganz kleines Fenster. Ich versuche das Problem zu beheben. Weil ich sitze hier, sagen wir mal, wirklich hinter Monitor und zock in so einem Fenster, was wie gesagt zwei Drittel des Monitors ausfüllt, weil, ja, 720p ist halt zwei Drittel von 1080p, also in der Breite. Und das Problem ist, wie gesagt, einfach, ich habe hier vielleicht so ein, was soll man sagen, vielleicht, ja doch. Ja doch, 16 Zoll sind das ungefähr, wenn man es ganz ungenau nimmt, 16 Zoll. Ja. Ich denke, die Ergebnisse meiner Arbeit sprechen für sich. Es ist eben einfach frustrierend. Weißt ich hoffe, dass Black Ops 3 noch ein bisschen mehr in meiner Hand liegt, weil das war wirklich ein schlechtes Match. Also ihr habt gesehen, ich kann gut, ich kann aber auch schlecht. Also quasi gut ist jetzt nicht 0,8er KD, aber ich kann auch besser. Es ist einfach nur der Anfang und dass das Spiel noch nicht so richtig in mein Blut übergegangen ist und ich auch noch nicht so richtig begeistert bin, um ehrlich zu sein. Na, wenn die Begeisterung im Keller ist, dann kannst du dich auch nicht wirklich konzentrieren, du kannst auch nicht alles geben, vor allen Dingen, wenn du nebenbei noch kommentieren musst. Ich kann es immer nur wieder sagen. Und ich hoffe, ich habe euch mit der Folge nicht zu sehr genervt. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen auf die Art, die ihr für richtig haltet. Und wenn nicht, dann tut's dem gleich. Also, in dem Sinne, euer Ketter sagt Cheerio. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Vielleicht nehme ich sie jetzt direkt auf. Ich weiß es noch nicht. Und ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüss und schöne Weihnachten.